Aber ich möchte halt nicht mehr so durch die Gegend laufen, weil das sieht echt furchtbar aus. Guten Morgen, meine Lieben. Die Nacht war kurz, deshalb ist der Idi jetzt am Kochen. Ich bin nämlich zu nichts zu gebrauchen. Dabei hat er noch weniger geschlafen als ich. Noch länger? Noch weniger. Aber ist dann direkt zu Penny gefahren und hat ein bisschen eingekauft. Gianni ist kränkelig, aber ich weiß nicht, was er hat. Also Durchfall hat er nicht. Liebe Gianni, was hast du? Mama kuscheln, gell? Mein Schatz, Mama liebt dich. Wie gewonnen, Sozeron. Die Eingewöhnung. Lecker. Essen. Warte, der Papa macht, glaube ich, noch ein bisschen Salz drüber. Nee, andersrum. Nimm deine Figur weg, Selin. Was? Nimm deine Figur weg. So. Ja. Du, Mama, du hast den Satz. Guck mal. Genau. Du machst den Satz. Super. Messer andersrum? Ja. Du machst den Satz, Mama. Johnny. So, meine Lieben, ich habe eben telefoniert mit einem Friseur. Und zwar der Friseur, wo ich schon mal gewesen bin, vor, ich glaube, 5 Jahren. Wegen meinen blonden Haaren. Ich hatte überlegt, mir die dort machen zu lassen. Jetzt kann er aber erst Dienstag und ich wollte ja meine Extensions demnach bestellen. Ich weiß nicht, ob das alles so klappt, ob ich sie vielleicht doch selber umfärbe. Ich habe gestern, der Can war so lange bei mir, dass ich mich fühlte wie so eine Rosine, total ausgelaugt und habe halt beschlossen, eigentlich ein bisschen abzuschalten beim Friseur. Aber das klappt gerade nicht. Ich muss aber gleich meine Nägel machen lassen. Diesen Termin wollte ich eigentlich auch absagen, auf nächste Woche verschieben. Geht nicht. Ich bin auch gleich auf dem Weg. Ich war schon fleißig, war schon am PC, habe ziemlich viel gearbeitet, die Kinder alle weggebracht, bis auf Can, der ist noch da. Und ich gehe einfach mal ganz schnell, bevor ich zu spät komme oder so. So, meine Lieben, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Und da steht so ein Motorrad. Ich glaube, das ist ein bisschen auseinandergefallen. Ja, meine Nägel sind jetzt gemacht, ganz frisch. Die Jana war heute auch im Nagelstudio. Die hatte einen Reparaturtermin. Hat sich kaputt gelacht über meine Haare. Die sehen wirklich aus wie so die Bäume gerade. Ich sehe so schön gelb aus. Ich weiß nicht, ob ich bis Dienstag warten soll oder nicht. Ich glaube, ich packe gleich Johnny dick ein, wenn es ihm gut geht, und fahre zum Loop Haarfarben kaufen. Ich wollte das jetzt nicht mehr machen, weil ich nicht weiß, wie es ihm geht. Wenn es ihm nicht gut geht, dann bleibe ich natürlich zu Hause und mache erstmal gar nichts mit meinem Kopf. Toll, hätte ich wirklich noch zum Loop fahren können. Der Can schläft, der Idi hat immer mehr Glück als... Verstanden. Alles klar, also dann mache ich noch meine Post fertig, die ich da habe. Warum ist denn das jetzt ab? War bestimmt die Zelle. Ja, mache ganz schnell noch Standbilder für meine Videos. Und ja, wahrscheinlich helle ich nochmal meine Haare hier auf. Und dann kommt eine Tönung drüber. Ich muss mal gleich am PC, weil ich bin die ganze Zeit nur am Handy und schaue dort. Das ist etwas klein und fummelig. So kann ich vielleicht schnell mal dort erfolgreicher meine Suche beginnen. So viel Glück mit der Idee habe ich nicht. Der John ist direkt aufgewacht, also ich hole ihn ganz schnell. Hallo Baby John. Hallo Baby John. Baby John möchte was essen, gell? Und meinen Kaffee trinken. Aber das darfst du noch nicht, mein Schatz. Zack, 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 zack. Johnny, schau mal. Für dich. Mama. Ich versuche irgendwie die Kinder von der Schule wegzulocken, aber es gelingt mir nicht. Und Baby Can macht das, was man nicht darf. Johnny, was hast du da? Da. Da.
Wir haben auch so schönes Wetter. Deshalb bleibe ich noch ein bisschen hier. Ich versuche sie seit über einer halben Stunde hier wegzulocken. John, nein! Nein! Ich kann zapfen! Ja, so fällt er runter, wenn er die hat. John, halt sie fest! Hältst du dich jetzt fest? John? Ich halte ihn fest. Johnny! Go, Johnny! Go, Johnny! Ja doch, dann würde ich versuchen, weil ich schnell, was macht ihr? Wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Dann machen wir den gleichen Weg, dann würde ich sie auch schaffen. Ich bin gerade im Loop angekommen. Der Jan ist hinter mir und schläft. Die anderen Kinder habe ich bei Ide gelassen. Ja, damit das Ganze ein bisschen schneller geht, weil heute hat Achille eigentlich so eine Vorstellung. Das ABC-Fest, glaube ich, heißt das. In der Schule. Wir haben abgesagt wegen Gianni, aber ich habe jetzt mit meiner Freundin geredet. Sie meinte so, ach komm doch, weil der Gian hat kein Fieber heute mehr gehabt, hat auch keinen Durchfall oder irgendwie sowas. Somit haben wir gesagt, okay, wir kommen doch, aber ich möchte halt nicht mehr so durch die Gegend laufen, weil das sieht echt furchtbar aus. Hab gemeint, noch schnell in Loop fahren zu müssen und die Farben kaufen zu wollen. Okay, ich mach mal hin. So, Gianni ist direkt aufgewacht. Ja, gell, mein Spatz? Jetzt sind wir schon wieder zurück. Ich war ganz schnell bei Kiko, bei H&M. Habe ich ihm wieder die eine Hose gekauft, die er damals mit Nagellack eingesaut hatte. Und bei DM ganz kurz. Eigentlich wollte ich länger, aber wir haben keine Zeit. Wir müssen los und die Autobahn ist zu. Wir müssen durch die Innenstadt, das wird lustig. Gian? Das ist nicht unsere Flasche. Unsere ist hier. John, nein. Hallo, meine Lieben. Oh mein Gott. Ja, ich sehe ein bisschen anders aus. Ich kann es gar nicht fassen. Ich habe meine Haare nämlich jetzt 5 Stunden lang gefärbt oder halt wieder getrocknet. Von Anfang bis Ende habe ich verbracht genau 5 Stunden. Und ich bin total zufrieden mit den Haaren jetzt, nur meine Kopfhaut macht sich bemerkbar. Ich habe bestimmt 4 oder 3 Mal meine Haare gewaschen, wieder geföhnt und musste es immer wieder etwas auch umfärben. Ja, der Gianni läuft hier durch die Gegend, nackig, habe ich ihn jetzt aufgenommen. Der wirft sich aufs Bett, oh, ist das süß. Hey, Babychen! Hast du Baby ins Bett gemacht? Bisschen, gell? Ja, weil das Ganze so lange gedauert hat und ich teilweise wirklich total unter Tränen stand, weil es richtig furchtbar aussah, zum Teil, habe ich auch nicht gefilmt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so lange brauche. Ich war mir sehr sicher, bis 12 ist alles fertig und dann fange ich an zu drehen. Nix da. Und jetzt wollen wir ganz schnell auch noch in Loop, weil ich habe die Shopping Card bekommen und möchte noch Buchstaben für Acheas Zimmer kaufen und sie dann oben hinhängen auf die Wand. Und wenn ich da schon dabei bin, wollte ich dann direkt auch die Farben, die ich noch benötige für Isels Buchstaben, damit die auch jetzt fertig gemacht werden. Ja, es ist aber schon ziemlich spät, deshalb ziehen wir die Kinder direkt an, weil die waren schon wieder in der Badewanne und jetzt laufen sie alle nackig durch die Gegend. Mache ich die ganz schnell fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich frage meine Kinder, ob wir zum Loop fahren wollen. Was ist die Antwort? Überlegen wir uns noch. Es ist jetzt schon 6 Uhr und die sind noch nicht angezogen. Nein, es ist 5:30. Die sind nicht angezogen. Alle nackig. Obwohl, wir warten bis 9 auf. So 2 Stunden würden uns auch reichen.
Oh, ich bin so glücklich, endlich wieder normale Haare, die mir auch wirklich gefallen. Ich bin so gespannt, wie das dann auch auf dem PC zu sehen sein wird, weil jetzt hier merke ich, es ist etwas verfälscht als ein Original. Aber egal, ich fühle mich total wohl. Und ja, ich bin dann noch auf die Extensions, die dazukommen. Was ich mir aber dann noch gedacht habe, wenn meine Mama da ist, eventuell, oder muss auch nicht unbedingt jetzt sein, aber dass wir dann mit ihr gemeinsam ein paar Strähnen hier oben in Blond reinmachen, dass der Verlauf dann einfach ein bisschen mehr diese Balayage ist als Ombre. Ich habe es versucht zu machen, aber das ging, das war dann doch zu heftig, alles alleine zu machen, vor allen Dingen nach den 4 Stunden. Und ja, dann habe ich einfach nur so eine Haarkur drauf gemacht, die total lila war. Und war dann erstmal bedient. Wir sind immer noch nicht losgefahren. Jetzt wollen die Kinder doch fahren. Jetzt sind wir am Anziehen. Okay. Mit meiner Zahnbürste. Na lecker. Solange du danach nicht die Toilette damit noch sauber machst, kannst du machen. Selin, du musst dir was anziehen, Schatz. Wir fahren. Okay, das Oberteil kannst du anlassen. Dann brauchst du noch einen Pulli. Ich hab kein Pulli. Du hast kein Pulli? Doch, du brauchst einen. Draußen ist es kalt. Na, da ist nicht kalt. Ich hab einen Regenschirm. Du hast einen Regenschirm, aber Regenschirm hilft da nicht viel, Schatz. Doch. Doch? Na ja. Gut. Okay, wollen wir deine Haare auch kämmen? Du siehst aus... Okay, du genau. Ich muss auch noch dazu sagen, gestern habe ich ja nicht mehr gedreht. Ich habe mich mit Idris richtig in der Wolle gehabt und war total enttäuscht gewesen von ihm. Das weiß er auch. Idi, du weißt es. Ja, war sehr, sehr, sehr traurig und enttäuscht. Ja, was soll man sagen? Deshalb habe ich meine Haare heute gefärbt. Keine Ahnung, aber du brauchst eine Unterhose. Nein. Nein? Doch, ja. Mäuschen, komm, wir müssen jetzt echt los, es ist spät. Mama, das Wetter ist auch so. Oh. Regenschirm? Ja, ich such's danach. Erstmal anziehen, komm. Mama. Warte, ich muss deinen Bruder anziehen. Meine Lieben, wir sehen uns gleich. Ich muss mal akkord Kinder anziehen. Oh Mann, wir haben es geschafft, jetzt im Auto zu sein. Es ist aber schon 7:30. Ich bin total müde. Eigentlich sollten wir eher zu Hause bleiben, aber. Oh, jetzt habe ich schon wieder das Ziel angelassen. Aber dann wäre es nicht ich, gell? Ich mache immer die Sachen, die andere nicht machen würden. Wir haben keine Milch. Real hat, glaube ich, bis 10 offen. Ja, Real hat bis 10 auf. Das heißt, wir landen noch im Real. Wir haben keinen Sprit. Das Lied ist hässlich. Ja. 18.53 Uhr. Ja, ich such's. Damals war die Welt so jung. Ich war auf meiner Spur. Jetzt fahre ich extra außen rum, damit ich nicht auf die Autobahn komme und schneller da bin und keinen Stau habe. Wurde hier der Teil abgesperrt und ich muss jetzt irgendwie anders fahren. Oh, oh. Ja, wir haben jetzt schon 7. Ich bin da. Es ist fast 7:30. Alle Kinder schlafen. Wem wundert's? Aber Leute, hier ist es voll. Ich konnte kaum einen Platz bekommen. Noch mehr so Verrückte wie ich. Okay, 1, 2, 3, 4, alle schlafen. Ich geh shoppen. Voll süß. Mein Schatz, keine Bürste gesehen. Ich hab da Bein. Oh Baby, wir wollen Kratzer. Mein Mäulchen. Frauen und ihre Haare. Ich bin so gespannt, wenn die Extensions kommen, wie das dann noch aussehen wird. So voll und sowas.
Ich werde auf jeden Fall meine Haare hier noch ein bisschen auch dann aufhellen, dass es noch besser passt dazu. Entweder mit Strähnchen oder das Ganze einfach nur einen Tick heller. Ich hatte ja voll Angst. Ich wollte das ja gar nicht so machen. Das war nur Zufall. Ist ja nicht so, als hätte ich so viel Ahnung. War alles nur testweise. Meine Lieben, was machen wir jetzt? Ich denke mal, ich hole den Kinderwagen raus. Die Laura hat uns geschrieben, die Mirella und ich werden im Renntaxi sein. Und die so, ich freue mich schon drauf. Moment, ich lese es mal richtig vor. Ich freue mich schon drauf, Mirella und Patricia im Renntaxi leiden zu sehen. Die traue ich nämlich nicht. Die Laura ist meine Zuschauerin und die, die es organisiert hat, dass wir von Audi Motorsport eingeladen worden sind zu DTM in Hockenheim. Hockenheimring. Die DVD, die lag hier. Einfach hier gefunden. Was für ein Spagat. Na los. Cool. Schmutzig. Was ist das? Schmutzig? Die ja. Zahnpasta? Ja. Die Zahnbürste meine ich. Ja. Die sieht auch etwas komisch aus. Ja. Meine Lieben, wir sind schon länger zu Hause. Wir haben die DVD uns nochmal angeschaut. Wir waren ja damals im Kino bei der Tinkerbell. Ja. Und ja. Das sieht ein bisschen aus. Nö, geht eigentlich. Nein. Wir sind gerade am Fertigmachen fürs Bett, obwohl Athea hat immer noch keinen Schlafanzug an. Ich finde ihn nicht. Dann nimm irgendwas Neues. Guck mal, Athea, im Wohnzimmer sind immer noch die Klamotten, die ich seit 3 Monaten wegmachen wollte. 3 Monate? Ja, eigentlich würde uns, glaube ich, so eine kleinere Wohnung reichen. Ja. Nein, kleinere. Die muss ich ja noch mehr aufräumen. Oh, Bibi-John. Sieht so süß aus. Kleiner Kerl, du. Bist du süß? Süß hässlich, ne? Ja, also. Ich werde Johnny einfach nicht los. Der möchte nicht ohne Mama schlafen. Und so gehen wir jetzt alle. Wir haben Kastanien da. Wow. Die sind ja schön. Super. Ja, also meine Lieben, ich muss morgen früh aufstehen und ein Video fertig machen. Wow. Kastanien, super schön. Mir geht's Gott sei Dank wieder besser. Ja, alle Kastanien. Okay, gehen wir noch Gesicht waschen, ja? Eincremen? Nein. Und du, ein bisschen eincremen. Und dann sehen wir uns morgen früh. Oh. Celine sagt tschüss, meine Lieben. Tschüss, meine Lieben. Gute Nacht. Gute Nacht. Dass meine Spitzen so aussehen, kriege ich dann nur noch Kommentare. Schneide mal deine Haare. Und da ich das im Video jetzt nicht aufklären möchte, mache ich das einfach so, oder?